Tag, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie wieder reinschauen. Ich grüße Sie mit einer neuen Ausgabe des Videostrategietickers vom Frankfurter Börsenbrief. Heute zum Wochenschluss am Freitag, dem 20. September 2013. Blicken wir kurz zurück. Der DAX reagierte gestern auf die ja doch recht überraschende Entscheidung der amerikanischen Notenbank, ihre Anleihenkäufe zunächst fortzusetzen. Im DAX ging es aufwärts um 0,67% auf 8.694 Punkte in etwa. Das ist positiv für sich genommen. Allerdings hat der DAX damit Intraday doch von oben einiges an Federn lassen müssen. Denn das Tageshoch lag ja sogar bei ungefähr 8.770 Punkte. So gesehen hat man von oben also ungefähr 76 Punkte oder ca. 1% verloren. Bei den deutschen Nebenwerteindizes ging es gestern ebenfalls aufwärts, aber nicht mit dem gleichen Anstiegswinkel wie im DAX, sondern eher etwas weniger. Die Wall Street fiel gemischt aus vom Tagesendergebnis her. Der S&P 500 war leicht schwächer mit 0,18% etwa. Andererseits war der Nasdaq 100 mit ungefähr 0,19% leicht fester. Allerdings hatte die Wall Street natürlich auch schon am Mittwoch, also am Tag der Pressekonferenz bei der amerikanischen Notenbank oder durch die amerikanische Notenbank, schon Gelegenheit, auf die Entscheidung der amerikanischen Notenbank zu reagieren. Kommen wir gleich zu einigen Unternehmen bzw. Aktien. Es gibt einige Belastungsschlaglichter auf konkrete Einzelwerteebene. Fangen wir mal mit Adidas an. Adidas kann die Gewinnprognose bzw. überhaupt die Prognose offensichtlich nicht aufrechterhalten. Verwiesen wird auf negative Währungseffekte. Es hakt etwas im Russlandgeschäft. Außerdem beklagt man die Schwäche im Golfmarkt. Wie sieht also die neue Prognose aus? Der währungsbereinigte Umsatz wird wahrscheinlich zulegen. Im niedrigen einstelligen Bereich oder währungsbereinigt wird man sich wohl verbessern im niedrigen einstelligen Bereich. Anvisiert war vorher ein Anstieg im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Außerdem gibt es Margendruck. Statt annähernd 9,0% operative Marge wird man nun wohl eher auf etwa 8,5% kommen. Der Gewinn, der auf die Anteilseigner entfällt, wird dann wohl auslaufen bei ungefähr 820 bis 850 Millionen Euro. Und das ist dann eben doch auch nicht ganz unwesentlich weniger, als die vorherige Prognose vorsah, mit 890 bis 920 Millionen Euro. Die Aktie ist ohnehin im Moment nicht auf unserer Empfehlungsliste. Heute ist sie auch verhältnismäßig schwach, eben weil sie ungefähr 4,5% im Minus. Hier müsste ich aktuell nicht unbedingt gegenhalten. Nächstes Belastungsschlaglicht, RWE. Bei RWE scheint man im Moment viel Tinte im Rotstift zu haben. Das betrifft auch die Aktionäre. Fangen wir vielleicht hiermit mal an. Für 2013 ist nur noch eine Dividende von 1 Euro je Aktie anvisiert. In diesem Fall sowohl für die Stämme als auch für die Vorzugsaktien. Das vergleicht sich mit 2 Euro Dividende im Jahr zuvor. Ab 2014 haben die Aktionäre dann auch eine eher reduzierte Ausschüttungsquote zu erwarten von 40 bis 50% des nachhaltigen Nettoergebnisses. Vorher lag die Quote eher bei 50 bis 60%. Aber nicht nur die Aktionäre sollen den Gürtel enger schnallen. Auch ansonsten möchte man sparen. Zumindest hält RWE aber an der Jahresprognose für 2013 vom März diesen Jahres fest. Demnach soll das EBITDA, also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, vor Abschreibungen und Wertberichtigungen, bei ca. 9 Milliarden Euro liegen, das betriebliche Ergebnis bei ca. 5,9 Milliarden und das nachhaltige Nettoergebnis bei ca. 2,4 Milliarden Euro. Die Aktie, die Stammaktie, die auch im DAX ist, heute schwächer um etwa 3%. Nächste Aktie im Fokus, Volkswagen Vorzüge. Während wir Adidas und auch RWE ja nicht auf unserer Aktienempfehlungsliste haben im Frankfurter Börsenbrief, trifft das für Volkswagen doch zu, nämlich konkret für die Vorzugsaktien, die ja auch im DAX sind. Also im Manager-Magazin wird berichtet oder angeführt, dass es demnächst doch markante Renditeprobleme geben könnte. VW-Vorzüge waren gestern schon zweitschwächster Einzelwert im DAX. Mit 2,1%. Also wie gesagt, es drohen Renditeschwierigkeiten laut Ansicht oder Erkenntnis oder Einschätzung, Informationen, wie auch immer, des Manager-Magazins, und zwar in 2015. Gleichwohl betont VW, das ist der Börsenzeitung zu nehmen, dass man an den künftigen Aussagen zur zukünftigen Geschäftsentwicklung festhalte. Ja, das muss man noch nicht überbewerten, aber die Aktie kann man zumindest mal etwas im Fokus behalten. Sie sollte jetzt nicht mehr allzu viel fallen, ohne dass sie sich charttechnisch zunächst einmal etwas eintrüben würde. Zum Terminkalender.
als Datenquelle Börse Go. Heute ist der dreifache Verfalltermin. Eine ganze Reihe von verschiedenen Optionen verfällt heute. Es ist der sogenannte Hexensabbat. Da kann es schon mal auch einen etwas technisch bedingten Handel geben, mitunter etwas verzerrte Kurse bzw. Kurse mit einer eher reduzierten Aussagekraft, wo dann die Kurse so ein wenig auch Spielball sind, der Kräfte an den Terminmärkten. Das muss man nicht allzu hoch hängen, aber das kann eben heute für die ein oder andere Bewegung auch sorgen. Außerdem war für heute angesetzt der Monatsbericht des Bundesministeriums für Finanzen. Außerdem die Information über das Verbrauchervertrauen in Bezug auf die Eurozone oder in der Eurozone. Außerdem melden sich auch einige Vertreter der amerikanischen Notenbank zu Wort. Aber das fällt nun nicht mehr so ins Gewicht, weil die wesentliche Entscheidung über die künftigen Anleihenkäufe ja in dieser Woche schon kam. Und das ist natürlich dann zunächst einmal wichtiger und dürfte dann auch vielleicht das ein oder andere vorweggenommen haben. Ja, zur Strategie. Ich sagte es eben schon, Verfalltermin heute, da kann es etwas technisch bedingten Handel und technisch bedingte Kurse auch geben. Am Wochenende sind Bundestagswahlen natürlich auch ein Faktor, der kurzfristig mal ein wenig für Bewegung, zumindest für den deutschen Markt, sorgen könnte. Für die internationalen Märkte wesentlich wichtiger ist natürlich die amerikanische Notenbank gewesen in dieser Woche mit ihrer Entscheidung über die Fortsetzung der Anleihenkäufe. Darüber kann man im langfristigen Kontext durchaus die Stirn runzeln. Und zu vermuten ist, dass die Fed hier vielleicht nicht ganz optimal agiert hat im Timing oder vielleicht zu vorsichtig oder vielleicht auch zu sehr rücksichtnehmend auf die Kapitalmärkte. Man könnte es ja auch so sehen, dass man hier vielleicht ein wenig getriebener der Entwicklungen ist und insofern auch an etwas an Souveränität möglicherweise eingebüßt hat. Aber diese Fragen lassen sich heute noch schlecht beantworten. Jedenfalls, die amerikanische Notenbank hat das Zeitfenster nicht genutzt. Das bedeutet, dass weiterhin viel Liquidität vorhanden ist und wahrscheinlich auch bei manchem Anleger der innere Hebel sozusagen ein wenig umgelegt wird, wieder in Richtung Risk On. Das heißt, dass man wieder auf Risikoassets, auf zum Beispiel Aktien setzt und entsprechend hier eben auch die Kurse steigen können. Ja, insofern können wir mit einem zunächst eher positiven Unterton ins Wochenende gehen. Bitte beachten Sie ergänzend zu dem Ticker dann auch den neuen Frankfurter Börsenbrief mit seinen konkreten Einschätzungen und Empfehlungen. Das war's für heute. Ihnen ein richtig gutes und erholsames Wochenende. Ihr Walter Thissen.